Okay, das ist wichtig. Darf ich? Das ist wichtig. Heute ist 75 Jahre Grundgesetz. Was sagst du zum Grundgesetz? Was bedeutet das hier? Kann ich dir sagen. Ich glaube, die Erfinder des Grundgesetzes hatten eine ganz andere Idee, was das Grundgesetz angeht. Und die Polizei Berlin hat heute etwas über Versammlungsrecht getweetet auf X. Und da betonten sie nicht alle Menschen, sondern sie betonten alle Deutschen. Komisch. Alle Deutschen haben das Recht. Also nicht alle Bürger oder alle Menschen dieses Landes. Es ist schon eine scheißhausweiße Politik. Gilt das Grundgesetz für alle Menschen in Deutschland? Na, anscheinend ja nicht, wenn die Polizei das tweetet. Sonst hätte die Polizei geschrieben, alle Menschen. Alle Menschen. Alle Menschen. Oder ist die Menschenwürde von Menschen mit migrantischem Hintergrund antastbar und für weiße Menschen unantastbar? Passen die Demoverbote zum Grundgesetz? Ja, habe ich mitbekommen. Und alle Demoverbote sind illegal. Wurde ja auch festgestellt in der Bundespressekonferenz von Experten. Vor zwei Tagen, schau es dir an auf YouTube. Vor zwei Tagen? Vor zwei Tagen, 1 Stunde 6 Minuten, da waren Verfassungsschutzrechtsexperten, auch von Uni, Professoren und Doktoren, Dozenten daran beteiligt, eine Bundespressekonferenz, wo über das Thema Verbote und Studentenbesetzung und der Polizeigewalt gesprochen wurde. Auch wenn eine Meinung nicht genehm ist, hat man festgestellt, dass illegale Polizeieinsätze stattgefunden haben gegen Studenten. Ist denn heute für dich ein Grund zu feiern? 75 Jahre Grundgesetz? Ich feiere hier gar nichts, weil ich 66 Jahre Nakba hinter mir habe. Was soll ich feiern? Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Grundgesetz hat einen hohen Preis, das Blut der Palästinenser. Das ist meine Meinung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So Leute, ich muss jetzt weiterfilmen.